Hier sehen wir die Arbeit Night Explosion von der israelischen Künstlerin Shelly Wigner. Ganz anders als die bisher gesehenen Bilder ist es hier wirklich offensichtlich, dass es sich um ein Modell handelt, das die Künstlerin auch wiederum in ihrem Studio mit der Hand gebaut hat. Wir sehen Wattebäusche, wir sehen Nylonfäden, wir sehen auch noch die ein oder andere Reißzwecke. Das heißt, Shelly Wigner macht es ganz offensichtlich, dass sie mit einem Modell arbeitet. Shelly Wigner lässt also ganz bewusst die Utensilien sichtbar, die sie verwendet, und verweist damit eben auf den künstlichen Modellcharakter. Und wie auch den anderen Künstlern in der Ausstellung geht es ihr um das Ausloten von Fiktion und Realität, von eigener und fremder Wahrnehmung. Sie arbeitet in Installationen ähnlich wie ein Bühnenraum. Das heißt, ihre Modelle sind auch tatsächlich fast lebensgroß. Das Bild Crop von Shelly Wigner zeigt ein Getreidefeld. Das Getreide ist hier aus verschiedenen farbigen Papieren, das in dünne Streifen geschnitten wurde, nachempfunden. In ihren Arbeiten verarbeitet Wigner Bilder aus ihrer Kindheit im Nahen Osten. Das sind Bilder von Stacheldraht oder Explosionen, die die Auswirkungen des fortwährenden politischen Konflikts offenlegen.